Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Gloria tibi Domine. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab genommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und den Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopfe Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und er glaubte, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass Jesus von den Toten auferstehen musste. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei der Christus. Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in unserer Pfarrkirche, liebe Schwestern, liebe Brüder an den Monitoren, wahrscheinlich haben Sie und ihr es geschrieben oder dem einen oder anderen gesagt. Jenes fröhliche Ostern, dieses beschwingte, diesen recht fröhlichen und wohltuenden Gruß. Fröhliche Ostern, damals ganz und gar nicht. Maria von Magdala, Petrus und den anderen Jünger, Johannes, von denen haben wir gerade gehört. Denen war gar nicht nach fröhliche Ostern. Sie hatten ganz anderes im Herzen. Trauer, Zweifel, Verwirrung über all das, was an Karfreitag geschehen war. Sie haben auch keine Osterkerze gehabt, so wie wir sie jedoch haben. Eine Kerze, die davon kündet, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist, inmitten der Dunkelheit. Niemand hat Maria von Magdala, Petrus und den Jüngern oder irgendeinem, der damals dabei war, das Osterlob gesungen, das Exultet, die Einladung zur österlichen Freude. Und am Ostermorgen gab es auch kein Glockengeläut, kein Bayern, wie wir hier in unserer Region sagen, um den Menschen zu verkünden: Leute, in dieser Nacht ist etwas Besonderes passiert. Christus, der Herr, ist auferstanden. Und um all das zu begründen, dass es halt damals so nicht war, schreibt Johannes, der Evangelist, ja dann: Sie wussten nicht, dass Jesus Christus auferstehen musste. Damit sind die damals natürlich entschuldigt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, damals hat Jesus aber auch viele Sätze gesprochen, viele Worte gemacht. Und aufgrund dieser Worte sind viele Menschen aufgebrochen, haben sich auf den Weg gemacht. Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, Gesunde und Kranke, Reiche und Arme. Sie sind gekommen und sie haben gehört, sie haben vor allem auch gesehen. Doch was haben sie gesehen? Zunächst einmal Gottes Macht in Jesus Christus auf dieser Erde wandelnd. Und sie haben gesehen, dass dieser Mann aus Nazareth eine besondere Beziehung zu diesem Gott hat, zu diesem Vater im Himmel. Sie haben gesehen, dass immer, wenn er gebetet hat, es ihm gut ging, er gestärkt war, er gleichsam erfrischt ist durch diese Beziehung zum Vater. Und sie sahen auch seinen behutsamen Umgang mit gerade denen, die am Rand der Gesellschaft stehen, den Kranken, den Einsamen und Alten. Und sie sahen auch den herausfordernden Umgang mit den Mitmenschen. Ein bisschen zu Jesus gehören, das war damals klar, das geht nicht. Ganz oder gar nicht. Eine große Herausforderung schon zur damaligen Zeit. Maria von Magdala, eine der Frauen, die von Anfang an mit dabei waren, die gesehen haben. Und vor allem das letzte Bild mag in ihrem Herzen sich eingebrannt haben. Das Bild von Karfreitag. Über diesen Karfreitag hinaus wollte sie nun wieder etwas sehen. Ein Grab. Wissend darin, der Herr verborgen. Nochmals wollte sie Beziehung aufnehmen zu diesem Menschen. Zu diesem Menschen, der die Erfüllung ihrer Hoffnung war, auf den sie gesetzt hat, mit dem sie geplant hat, Zukunft zu erleben, eine gute Zukunft, die er einleiten sollte. Doch, wir haben es gerade gehört, so weit ist es nicht gekommen. Denn statt diesen Leichnam noch einmal zu begrüßen, noch einmal wahrzunehmen, ihn vielleicht nochmals zu berühren, ein Nichts. Man hat ihn gestohlen, den Leichnam, wird es später heißen. Ein großes Nichts, eine Leere, aber verbunden mit einer kleinen, eigentlich großen Bedeutung. Nämlich einem kleinen Wörtchen, dieses Wörtchen aber. Ihr seht dieses Nichts, aber da steckt was hinter. Das leere Grab wird letztlich durch das Aber zu einem neuen Ort der Wahrnehmung, zu einem neuen Ort der Beziehung. An dem Jüngling, an Johannes, wird dies exemplarisch dargestellt. Er kam, sah und obwohl nichts zu sehen war, glaubte er. Der wahrhaft Glaubende braucht keinen Leichnam. Er glaubt aufgrund der Aussage Jesu Christi. Und so kommt uns vielleicht die Aussage Jesu in den Sinn: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dies, liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in unserer Pfarrkirche liebe Schwestern, liebe Brüder an den Monitoren, dies ist wohl auch ein Ostern, wie Jesus es versteht. Festhalten an dem, was geschah. Auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es nicht selbst gehört haben. Aber das leere Grab vor 2000 Jahren kündet letztlich von einem Versprechen, das Gott einem jeden von uns gegeben hat. Dieses Versprechen, ich stehe zu dir, ich habe dir das Leben geschenkt und ich will es erhalten, ich will es mit dir leben. Mehr noch, dieses Ja, das Gott zu einem jedem von uns spricht, endet noch nicht einmal im Tod. Auch dort sagt Gott, ich liebe dich und aus Liebe sollst du leben. Und das Schöne, dieses Ja Gottes kann uns keiner nehmen. Nichts, was uns in dieser Welt bedrängt, sei es die Pandemie, seien es persönliche Schicksalsschläge, seien es das eine oder andere, was wir an Widerwärtigkeiten erleben, all das trennt uns nicht von dem Wort Gottes, dieses Ja, ich stehe zu dir. Gott und wir, das soll gleichsam sein wie eine gute Partnerschaft, wie eine gelungene Beziehung. Da steht man zueinander, da begleitet man einander, da spricht man miteinander, da leidet man miteinander, da freut man sich miteinander. So ist Gott, auch unser Partner, über den Tod hinaus. Und selbst dann, wenn für die Welt scheinbar alles vorbei ist, wenn alles keinen Sinn mehr macht oder wir gar am Glauben zweifeln, Gott ist an unserer Seite. Eingedenk dessen wollen wir am heutigen Ostersonntag Jesus Christus bitten, uns immer wieder ein wenig zu helfen, dass wir ihn wirklich wahrnehmen als der, der er sein möchte. Der glorreich Auferstandene, der uns stets Begleitende, der uns ein Wort spricht, das Wort des Lebens. Und mögen wir so immer mehr wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, aber vor allem im Glauben, so wie Johannes. Mögen wir kommen, mögen wir sehen, und mögen wir glauben. Und mögen wir es dann auch verkünden. Heute und alle Tage unseres Lebens. Jesus Christus ist glorreich auferstanden. Amen. Halleluja. Zu ihm der Glorie.